So, hallo, wir machen weiter. Ups, wollte ich nicht. Bei Superliminal. Und sind jetzt, glaube ich, mittlerweile im fünften Traum angekommen. Wenn wir noch träumen sollten. Vielleicht sind wir jetzt ja auch mal wach geworden. Man weiß es nicht. Zumindest sind nicht mehr fünf verschiedene Wecker hier. Und es ist 7 Uhr. Allerdings. Ja, jetzt ist halt okay. Ich meine, gut, kann ja sein, dass in unserem Traum waren wir in einer ganz anderen Realität. Und jetzt sind wir in der richtigen und jetzt ist wieder alles richtig. Kann ja sein. Wir werden sehen. Oh, ich glaube, ich habe einiges verpasst. Aber guck mal, das sind die Dinge, die wir gesammelt haben. Die sind jetzt hier, so tauchen hier jetzt auf. Und vorher waren wir hier in Suite F. So rum ist das jetzt. Wir sind jetzt in Suite D aufgewacht. Wir waren in Suite F. Da, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Oh, jetzt kommen wir in den Entspannungsraum. Zumindest gleich. Ich kann auch aktuell nichts in die Hand nehmen. Ich kann es auch noch nicht testen, wie es jetzt aussieht. Ich kann faktisch nichts tun. Okay. Ey, das sieht schon echt hübsch aus. Fuck my life. Es sah echt hübsch aus, bis die Störmeldung kam. Oh, jetzt ziehen dunkle Wolken auf. Kann man sie da hinsetzen? Es macht überhaupt nicht entspannend, wenn zwischendurch so ein Fehlerbild kommt. Entspannung, my ass. Okay, genug entspannt. Oh no. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently. And discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Aber es gibt ja nur immer einen Weg, so ich kann ja nichts anderes tun. Oh, ich bin wieder vorne. Hier ist meine Tür. Hier ist meine Tür. Okay. Mit anderen Worten, ich kann jetzt wieder zur Rezeption vorgehen und ich kann wieder den Automaten betätigen. Die Dinger sind wieder normal. Sehr schön. Warte. Verändert sich das? Das verändert sich, ne? Ist das irgendein Bild, wie viele rote Dinger ich gefunden habe? Weil jetzt habe ich drei. Vorher waren es zwei. Ist das irgendwie so eine Ansicht, wie viele von den roten Dingern ich gefunden habe? Das wäre verrückt. Weil dann hätten wir einige übersehen. Oder das Spiel geht einfach noch sehr lange. So, jetzt die jetzt, oder? Okay, das sieht schon wieder normaler aus. Und eine Baking Soda. Oh, okay. Die geht sogar auch. Und eine Water Soda. No! No service ever. Er ist wieder kaputt. RIP. Das führt zu meinem Bett. Nee, das führt zu irgendwas anderem. Ui. Puff.
Wir sind auf jeden Fall also nach wie vor im Traum. Okay. Wir sind noch nicht aufgewacht. Hätte ich jetzt nämlich auch gewundert. Okay. Das war einfach. Gehen wir wieder zurück. Sick. Yo. Oha, ich kann den auch... den Raum noch viel größer machen. Vielleicht sollte ich das sogar... Ah, nee. Ich soll das ziemlich sicher nicht. F... Mal eines so, oder willst du mir geben, du Pflaumenkasten? Na gut. Meinetwegen, keine Soda für mich. Okay, ich kann nach da. Wait. Hey, das muss jetzt ein anderes Haus sein. Kein anderes Haus. Oh! Jetzt muss ich's... Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Jetzt muss ich's größer machen. Und jetzt kann ich hier hoch. Dann kann ich hier durch. Yo, sick. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Das war nicht, was ich wollte. Okay, der Fernseher da gefällt mir nicht. Ja, das sieht alles ganz normal aus. Ist alles in bester Ordnung. Alles sehr gesund hier. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Super. Ja, es ist auf jeden Fall alles ganz normal hier. Ich komme mir total normal vor. Keine besonderen Vorkommnisse. Alles bestens. Bin ich schon wieder erschrocken von so einem scheiß Geräusch. Oh, meine Nerven. Ah, der tut mir nichts. Wait, aber der ist ja dann... Okay. Das ist normal. Aber in einem Traum ist alles möglich. Nichts ist in einem Traum unmöglich.
Alles klar, ciao. Ich brauche irgendwas, um da hochzukommen. Aber ich habe hier nichts. Never mind. Ah, der muss stark genug werden. Dann fängt er an, die ganze Kacke da wegzuwehen. Entschuldigung für den Ausdruck. Reicht das schon? Scheinbar nicht. Prima. Oh, ich würde aber mal alles wegwehen wollen. Einfach nur, weil da drunter was sein könnte. Weißt du? Unter dem letzten Stück. Ich würde mal alles wegwehen wollen. Die letzten waren schwierig. Weil da reagiert er nicht drauf. Ich hoffe, da ist nichts Verstecktes. Ja! Okay. Wet. Irgendeiner Tür wird was. Das war die einzige, die ich runternehmen konnte, ne? Ja. Ah ja. Darf hier einfach durch. Ist hier nichts weiter? Oder will mir das Spiel nur glauben lassen, dass hier nichts weiter... Aha! Schon wieder was entdeckt. Sehr schön. Jetzt sind wir hier. Wo auch immer hier ist. In der Dusche. Erstmal duschen. Oder auch nicht. Ist ein Schwimmbad jetzt hier sozusagen sinngemäß? Könnte ein Schwimmbad sein. Na, hier sind so Spinde. Ich meine, die sind ein bisschen komisch aufgebaut, vor allem hier so schräg. Das wird so nicht funktionieren. Jetzt geht's hier die Wand hoch. Das wird so auch nicht funktionieren. Da drüben genau. Ne, da drüben nicht. Okay. Aber grundsätzlich könnte man das als Schwimmbad betrachten. So.
Okay. Ich würde gerne da muss man doch hochkommen können. Oder das wird später relevant. Ich habe aktuell nichts, wo ich hier... Oder habe ich irgendwas, wo ich interagieren kann? Ich habe nichts, ne? Nee. Hätte ich was, aber hier kommt halt auch nichts her. So, hier kann ich auch nichts mit reinnehmen. Nee, dann habe ich nichts zum Interagieren. Sonst könnte ich versuchen, da hochzukommen. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. Yeah. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Hey, konzentriere dich einfach nicht auf alles, was ich dir gerade aufgezählt habe. Dann wirst du auch nicht zu viele Selbstzweifel haben. Danke, lieber Erzähler. Hui. Ja, wir sind in einem Schwimmbad. Oh, das ist ein Sprungturm. Komme ich da hoch? Oh mein Gott, das wäre sick. Ich meine, ich habe schon gesehen, wo es weitergeht. Na, das Ding hat selber wieder einen Eingang. Aber komme ich hier vielleicht hoch? Schade. Ich darf nur von hier einen Sprung machen. Hui! Aber ich kann es größer machen. Vielleicht komme ich dann da irgendwie hoch. Aus. Okay. Gehen wir rein. Es ist gar nicht schief, alles gerade. Komme ich nicht rein, wenn es so schief ist? Oh, ups. Na, dann halt so. Das ist zu niedrig jetzt, oder? Okay, es geht. Okay, jetzt bin ich wieder richtig winzig. Und kann durch einen Lüftungsschacht gehen. Wait, ich bin doch in dem Ding gerade drin. Ah, wie gut. Ich setze es jetzt hier hin und laufe dann da raus. Oh mein Gott, ich bin in dem Teil, was ich bewegte. Das ist jetzt der absolute, komplette Kopf. Kopfdings. Yo. Yo, das ist nicht mehr normal. Ich hoffe, ich kann zu klein bleiben. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. Och, gerne. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Ja, das klingt doch gut. Okay. Lol. Wait a moment.
Das ist... What? Das ist der gleiche Raum, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, werde ich noch kleiner. Aber umgekehrt... Oh. Ich glaube, es hat einen Grund, dass das so langsam fällt. Ich war fast dran! No. Werde ich eigentlich wieder größer? Ach so. Jetzt bin ich ja schon größer. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ne? Ups. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Oh, jetzt bin ich ein bisschen größer geworden. Das war nicht, was ich wollte. Nein, jetzt habe ich das wieder genommen. Aber so ist es fast noch besser. Bisschen. So. Und jetzt setzen wir das da oben drauf. Nicht so, dass es größer wird, natürlich. Shit. Aber warte, es könnte auch gehen. Wenn ich jetzt den wegnehme... Bisschen näher dahin. Den ein bisschen mehr so da drauf. Ja. Ja, lass mich durch. Nein, lass mich durch. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ganz kleines bisschen zu groß noch. Komm, so muss es jetzt aber funktionieren. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu klein. Dann so. Thank you.
Ach Mensch, jetzt. So. Okay. So. So wie das Ding ist, hätte ich so wie es jetzt ist, wollte ich. Ach, jetzt ist es wieder anders. Mann. Ah? Ja? Das sieht auch nicht so verkehrt aus, aber jetzt ist es zu weit weg. Oh! Wir machen es anders. Nee, noch ein bisschen kippe. Ja, ein bisschen so kippen, dass ich drüber laufen kann. Es ist noch zu vage so. Nein! Komm wieder her. Sieht doch schon ganz okay aus. Jetzt muss es nur noch wieder richtig kippen. Perfekt. Wenn ich jetzt nicht reinkomme, weiß ich auch nicht. Yes! Oh mein Gott, jetzt komme ich durch so ein kleines Schlüsselloch hier einfach durch. Von Natur oder was auch immer das ist. Yo, Alter, das sieht enorm geil aus. Das sieht schon echt cool aus. Aber ich kann damit nicht interagieren und so. Nee. Okay, keine Chance. Da ist aber das nächste Haus zum Reinlaufen. Oh, aber das ist auf dem Stuhl. Wenn ich jetzt hier runterfalle, ist glaube ich nicht so cool. Ach so. Dann kann ich aber auch runter und kann mich umgucken. Ich meine, man könnte jetzt sich hier echt noch lange umgucken, aber ich bin so klein, ich habe keine Lust mehr jetzt hier. Hier ist bestimmt irgendwas versteckt. Also hundertprozentig ist hier was versteckt, aber... Hier jetzt zu suchen, habe ich gerade keinen Nerv. Dafür bin ich viel zu langsam unterwegs. Das ist doof. Okay, wir sind wieder am Ende. Da ist hundertprozentig in dem Raum irgendwas gewesen. Safe. Aber das werden wir nachholen, wenn es so sein sollte. Ja, ich würde ja aufhören, aber ich kann ja nicht. Ich würde ja aufhören, aber ich träume einfach immer weiter. Was soll ich tun? Was? Eieiei. Drei? Ach du Schande. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.